Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video. Ja, es wurde ja in der letzten Zeit sich sehr viel gewünscht, dass ich mal etwas übers Topping erzähle. Was ist das Topping überhaupt? Ein Moment, ich bin schlecht vorbereitet. Ich musste gerade erstmal die Schere holen. So, das Topping ist nichts anderes als die Spitze der Pflanze oder einen Trieb abschneiden, sodass zwei neue Triebe aus diesem entstehen. Die Sinnhaftigkeit hinter dieser Methode ist, dass, also viele denken, man kriegt mehr Ertrag, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Das kann ich so erstmal nicht unterschreiben. Durchs Topping bekommt ihr nicht automatisch mehr Ertrag. Da ihr zwei Seitentriebe habt, habt ihr logischerweise eine dichtere Blattdecke, da pro Seitentrieb ja mehr Blätter gebildet werden. Bedeutet, die Pflanze kann mehr Photosynthese betreiben. Habt ihr allerdings getoppte Pflanzen auf engem Raum, kann die Pflanze natürlich nicht mehr Licht aufnehmen, als da ist. Deshalb macht es dort keinen Sinn. Also, wer den Sea of Green oder Scrog macht, der sollte sich eine andere Methode aussuchen. Also diese Methode ist wirklich nur für Pflanzen, die in die Breite wachsen sollen. Ja? Mit dieser Methode beschränkt man auch das Höhenwachstum. Also wir merken, die Methode ist gut dazu, um das Licht in einer Box gut auszunutzen. Ohne, dass man viele Pflanzen drin hat. Also das ist wirklich für Leute, die mehr Wert auf Qualität statt Quantität legen. Ja? Also für die Privatgrower. Das ist keine Kommerzmethode. So viel zu dem Thema. Also, wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, ich bin erklären manchmal ein bisschen, einfach in die Kommentare und dann schreibe ich euch was Kleines dazu, ja? Gut, wir gehen also her. Hier haben wir unsere Pflanze. Die Special Kuschmutti in dem Fall. Und müssen genau an dieser Stelle, wo ich meinen Finger habe, jetzt den Haupttrieb abschneiden. Das Blatt mal ein bisschen runter, dass ihr das seht. Ich gehe mal mit der Schere hin. Genau hier. Das ist der Punkt, an dem ihr den mittleren Trieb abschneiden müsst. Das machen wir doch mal eben. Knips. So. Das, was wir hier haben. Oh Gott, jetzt habe ich manuell Fokus eingestellt, so. Jetzt haben wir hier die Blattspitze, was Blattspitze? Pflanzenspitze. Und die können wir jetzt theoretisch, die ist ein bisschen klein, aber die könnten wir theoretisch als Steckling benutzen. Ja? Und jetzt seht ihr schon, kann ich noch ein bisschen ranzoomen, ist das denn möglich? Gucken wir mal. So. Jetzt haben wir hier abgeschnitten. Und hier werden sich jetzt an den Seiten zwei neue Triebe bilden. Das bedeutet für uns eine kleinere Pflanze, die auf relativ großem Raum wächst in die Breite und so mehr Licht aufnehmen kann. Immer bedenken, nur so viele Pflanzen hinstellen, wie es wirklich Sinn macht. Wenn ihr jetzt auf einer 60x60 Box 6 Pflanzen toppt, macht das überhaupt keinen Sinn. 4 Pflanzen zu toppen, würde eher Sinn machen. Also immer im Hinterkopf behalten, genug Platz in die Seite haben. Nach oben ist dann erstmal nebensächlich. Also können mit dieser Methode auch kleinere Boxen verwendet werden. So. Ihr werdet natürlich Updates sehen, wie es der Pflanze ergeht. Nach dem Topping im Vergleich zu den anderen, weil wir haben ja noch ein paar andere Muttis da hinten stehen. Ich hoffe, ich konnte euch etwas helfen, euch etwas aufklären, den Anfängern. Ganz wichtig, habe ich vergessen zu erzählen, benutzt eine Schere, die sauber ist. Nicht, dass sich eure Pflanze mit irgendwas infiziert, das kann alles passieren. Also immer auf die Hygiene natürlich im Zelt achten. Na dann, bis zum nächsten Mal. Adios, Ladies and Gentlemen.